Als ich am 18. Mai 2013 zum ersten Mal ein Himmelserlebnis hatte, ich habe es euch morgen heute kurz erzählt, dass, wo ich meine Oma gesehen habe mit dem Generationssegen, ne, habe ich verschiedene Dinge gesehen und etwas hat mich sehr berührt da drin. Ich habe Jesus gefragt, Jesus, kannst du mir mal zeigen, wie sieht es das Wort Gottes aus? Ich habe schon alles Mögliche gesehen schon so und gehört, aber ich habe noch nie gehört, wie sieht das Wort aus? Das Wort Gottes. Weil was mir echt gefällt ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Und ich wollte wissen, wie sieht das Wort aus im Himmel? Ja? Weil wir kennen es halt nur als Buch. Ja? Sie weiß schon, Jesus. Ja? Genau. Und dann wollte ich wissen, wie ist das mit dem Wort? Und dann sehe ich plötzlich, ich sehe Jesus von der Seite. So, von der Seite. Und sein Gesicht ist größer als das ganze Weltall. Und das ganze Weltall ist vor seiner Nase, vor seinem Mund. Alles, was es gibt, alle Galaxien. Die Erde ist auch da ein kleiner Punkt. Und Jesus ist da. Und Jesus spricht. Und sein Wort ist die Kraft, die die Sonne weghält von der Erde. Sein Wort, weil er gesprochen hat, ist die Kraft, wo alles zusammenhält. Die ganze Galaxie wird zusammengehalten durch sein Wort. Als ich das verstanden habe, hat Gott mich zurückerinnert an eine Prophetie, die ich mal bekommen habe. Ich war auch so in so einer Konferenz wie ihr. Und da waren so Propheten, haben prophezeit. Und dann sagt jemand zu mir, komm mal nach vorne. Und dann hat er gesagt, ich sehe, dass du ein Schwert hast. Wie so ein Schwert hier. Ein richtig großes Schwert. Und du hältst deine Hand auf deinem Schwert. So. Und du bist ein Wächter meines Wortes. Und da hatte Gott mich zurückerinnert an diese Prophetie, die ich bekommen habe, dass ich das Wort Gottes halten soll und festhalten soll. Und als ich verstanden habe, was das Wort Gottes bedeutet, nämlich, dass es die Kraft ist, die ganze Galaxie zusammenhält. Als ich das verstanden habe, habe ich mich entschieden in diesem Moment, ich werde das Wort Gottes predigen bis zum letzten Tag meines Lebens und niemals aufhören sollen, niemals zurückgehen, niemals weggehen, denn das Wort Gottes hat Kraft. Amen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das Wort aussprichst, wenn du das Wort Gottes aussprichst, ist das viel, 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 viel stärker, viel, viel tiefer als jede Ideologie von Menschen. Es ist das, was schon vor Grundlegung der Welt ausgesprochen wurde und es ist das, was als einziges noch bleiben wird, nachdem dein Haus und dein Auto und dein Garten weg ist. Ja? Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Menschen, die ihr Leben auf Gottes Wort basieren, auf Gottes Wort gelegt haben, haben ein Fundament, das niemals vergeht. Menschen, die ihr Lebensfundament auf Geld aufbauen, auf Karriere, auf ihre Ehre, auf ihren Reichtum, auf ihre Wünsche oder auf ihre Hobbys, die Sachen werden vergehen. Aber Menschen, die ihr Fundament auf das Wort Gottes aufbauen, die bleiben im Bestehen. Und da möchte ich euch ermutigen darin, dass ihr sagt, Jesus, ich möchte eine Person sein, die auf dein Wort steht. Amen.